Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt geht's mal an den Real Talk, und zwar, wie viel Kohle haben wir verdient mit unserem ersten Flip? Denn wir haben angefangen, Flips zu machen im Jahr 2019, also nicht im Jahr 2019, eigentlich schon im Jahr 2018. Wir haben das erste Flip-Objekt eingekauft, Anfang Dezember 2018, es ist gerade Anfang Dezember 2019, so ein Jahr ist vergangen und wir haben direkt mit dem Next Level Shit begonnen, weil wir gedacht haben, ja, easy, weißt du, wir können alles. Und ja, es ist schon gut gelaufen, das geht so, ne? Also es hätte besser laufen können, verschiedene Sachen sind ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ich bin einfach komplett ehrlich, weil nach außen hin sieht es ja immer so einfach aus, aber es ist halt einfach nicht einfach, ne? Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, und hätte ich mal einen Mentor fragen sollen, bevor wir gekauft haben, hätte ich den Deal ehrlich gesagt nicht nochmal gemacht im Nachhinein. Und in dem Video erfährst du jetzt, was alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, was aus dem Ruder laufen kann und welche Risiken das ganze Thema mit sich gebracht hat. Preise kann ich leider nicht kommunizieren, also wie viel Einkaufspreis, Verkaufspreis und so, kann ich jetzt nicht öffentlich sagen, aber ich kann sagen, wie viel Prozent ungefähr, das ist so ein symbolisches Beispiel, entsteht daraus. Wir haben angefangen, eine Teilung zu machen, also ein Aufteilerprojekt. Wir haben ein Mehrfamilienhaus gekauft, haben von einem Architekten eine Abgeschlossenheitsbescheinigung erstellen lassen, das heißt so, dass jede Wohnung abgeschlossen ist von den anderen, dass die Teilung möglich ist. Dann haben wir es teilen lassen, haben schöne Grundrisse gemacht lassen, neue, haben die Stellplätze und Garagen den Wohnungen zugeordnet und dann eine Teilungserklärung erstellen lassen. Und dann wird jede Wohnung einzeln, also am Anfang war es ein Grundbuch für das ganze Haus, und dann wird jede Wohnung einzeln danach ins Grundbuch eingetragen, dass quasi jede Wohnung ihr eigenes Grundbuch hat, damit das einzeln weiterverkauft werden kann. So die Theorie. Das Ding ist jetzt vor einem Jahr gekauft worden. Wir sind immer noch nicht komplett fertig mit dem Vertrieb, weil es halt einfach so lang gedauert hat. Viel zu lang, meiner Meinung nach. Also wenn man jetzt einfach für den ersten Deal eine Wohnung hergenommen hätte, eine geteilte in einem Mehrfamilienhaus, ein Haus, ein Einfamilienhaus zum Beispiel, oder ein Mehrfamilienhaus komplett en bloc durchschieben, so etwas als Handelsobjekt, wäre viel besser gewesen als eine Aufteilung, weil die Aufteilung einfach so lang gedauert hat. Echt lang. Und das sind halt oft dann auch Faktoren, die liegen in anderen Händen, wo man einfach warten muss, bis das Ganze erledigt wurde und bis das Ganze geteilt wurde, bis das Ganze eingetragen wurde, alles mögliche Zeug, ja. Und das Ding ist halt, wenn man anfängt, wisst ihr ja, braucht man immer Cash. Und wenn du das Cash eingesetzt hast für einen Deal, kannst du nicht das gleiche Cash nochmal für einen zweiten nehmen. Das heißt, am Anfang ist es echt ratsam, solche Dinger zu vermeiden, die halt einfach ewig dauern, weil dann bist du gebunden, kannst das Geld nicht verwenden für was anderes, weil du es nicht rausbekommst. Da würde ich sagen, lieber nimmst du das Geld für irgendeinen Deal, der schnell geht, und dann nochmal den Return nehmen für den nächsten, bevor man da ewig rumeiert an einem Projekt. So, das war jetzt das erste Learning. Was ist jetzt aber noch für ein Learning entstanden daraus? Und zwar, das waren drei Wohnungen, also ein kleineres Mehrfamilienhaus, sehr kleines, und zwei Wohnungen haben wir verkauft, die dritte ist noch nicht verkauft, aber theoretisch schuldenfrei, also die ist komplett abgelöst schon, ja. Und jetzt ist es so, dass ein Gewinn entstanden ist in voller Höhe von der Wohnung, ja, und die Wohnung ist aber noch nicht liquidiert. Das heißt, es fällt Steuern an, die man irgendwie zahlen muss. Also grundsätzlich ist es halt so, dass die Wohnung halt nicht, du kannst ja nicht einen Teil von der Wohnung nehmen und dann ans Finanzamt abdrücken, ja. Das ist grundsätzlich so, dass du halt das Cash auf dem Konto brauchst und Steuern zahlen musst. Problem bei der Aufteilung ist jetzt das, wir haben zwei verkauft, eine nicht, und das Ding ist jetzt halt einfach noch nicht verkauft, die letzte. Die Steuern fällt aber trotzdem an, weil das Finanzamt rechnet halt pro Quadratmeter einen Gewinn aus, ja. Und den geben sie dir dann, was du zahlen musst, ja. Und jetzt ist halt Gewinn entstanden, aber kein Cash auf dem Konto, sondern es ist Cash da gewesen, klar, aber nicht
mehr da, weil es halt zur Ablösung der Finanzierung genutzt wurde. Da gibt es halt verschiedene Themen, wie man das umgehen kann. Also in unserem Fall kein Problem, weil wir noch andere Projekte gleichzeitig gemacht haben. Aber wenn man jetzt so ein Projekt als einziges hat, dann kann das natürlich schon die Arschkarte bedeuten, sage ich jetzt mal. Weil wenn du überleg mal, du hast eine Wohnung, du hast die noch nicht verkauft, der Gewinn liegt komplett in diesem Objekt, du musst Steuern zahlen, hast aber keinen Cash auf dem Konto. Was machst du dann? Du musst die Wohnung entweder billig schnell verkaufen, Hauptsache das wird Liquidität geschaffen, oder du musst die wieder beleihen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht so leicht, wenn man da einen kleinen Fehler einbaut in die Finanzierung. Im Nachhinein kann ich dir sagen, es gibt einen Trick, wie man so das Ganze umgehen kann. So, angenommen, du hast drei Wohnungen. Dreifamilienhaus, ich mache jetzt einfach mega das einfache Beispiel. Dreifamilienhaus mit drei Wohnungen, jeweils 200.000 Euro Einkaufspreis. Und das heißt, 600.000 hast du quasi hingelegt fürs Haus. Ja. Das mal angenommen, du verkaufst zwei Wohnungen für jeweils 300.000 nach einer Aufteilung. Hast eine übrig, die ist dein Gewinn, die kriegst du nicht los, weil irgendwas, keine Ahnung, Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Du hast eine Wohnung über und willst muss quasi Steuern zahlen. Was machst du? Kannst du nicht, ja? So, jetzt gibt es die Möglichkeit, die Finanzierung ein bisschen anders zu gestalten. Weil nach dem Verkauf der zwei Wohnungen für jeweils 300.000 bist du ja schuldenfrei, hast aber eine Wohnung übrig und musst pro Wohnung 100.000 Gewinn angeben, ja? Die dritte noch gar nichts, weil die hast du ja noch. Und deswegen gibt es eine Möglichkeit, und zwar kann man mit der Bank etwas vereinbaren, wie zum Beispiel, dass ein Verhältnis festgelegt wird, pro Wohnung müssen 200.000 zurückgeführt werden oder 220 oder so, und dann führst du quasi pro Verkauf 220 an die Bank zurück und hättest dann quasi nach dem zweiten Verkauf 440.000 zurückgezahlt, hast aber am Anfang 600 bezahlt, das heißt, es ist noch 160.000 Euro Kredit offen, aber du hast 2x80 plus gemacht auf dem Konto, das heißt 160.000 hast du auf dem Konto. Wenn Steuern anfallen, kannst du das einfach nehmen, hast gar keinen Stress, ja. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo man halt am Anfang mitdenken muss bei der Finanzierung. Ich habe halt gedacht, hey, mach mal kurz Finanzierung, komplette Annuität, also der Verkaufserlös geht komplett in die Tilgung des Kredits, fertig. Ne? Am Ende ist halt alles weg und fertig. Also es ist halt die eine Wohnung noch nicht weg und dementsprechend auch keine Liquidität da. Das Ding ist, wenn du so eine Finanzierung machst, wie ich eben gesagt habe, hätten wir auch so eine gemacht, dann hätten wir gar kein Problem in dieser Hinsicht gehabt, weil einfach die Wohnung noch ein Stück weit beliehen gewesen wäre, ist jetzt nicht mehr, aber dafür auch keine Liquidität da. Ja? Das ist eine Kleinigkeit, auf die man auf jeden Fall achten soll. Learning bei einer Aufteilung, Nummer 2. Aber Learning Nummer 1, mach keine Aufteilung als erstes. Fang erstmal mit einem normalen Flip an von einem Haus, einer Wohnung oder einem Grundstück. Oder ja, genau, wie der Max immer schön sagt, Max kennt ihr ja alle schon aus meinem Video vorher mit dem Interview, der siebenstellige Investor, der den Schritt in die Achtstelligkeit geschafft hat. Ich mache den Link hier oder hier, ich weiß nicht, wo es erscheint, zu dem Video. Könnt ihr euch mal anschauen. Er sagt, mach Grundstücksentwicklung light. Das heißt, erstmal ein Grundstück kaufen, projektiere irgendwie ein Doppelhaus drauf und dann verkauf die Doppelhaushälften an Privatpersonen jeweils und somit hast du deine Arbeit geleistet. Das ist nämlich ein Projekt gebaut hast und das dann verkauft hast. Also kein Baurisiko, kein Bestandsrisiko, dass das Haus irgendwie Schäden hat oder sonst was, und du kannst das relativ easy durchschieben. Grundstück hat dann in der Regel auch keinen Wertverlust und kann auch kein Wasserschaden entstehen oder sonst was, und das Risiko ist echt minimiert. Das würde ich echt empfehlen, im ersten Deal minimales Risiko, kurze Kapitalbindung, beziehungsweise wenn du viel Kapitalüberschuss hast, kannst du auch eine längere Kapitalbindung in Kauf nehmen, wenn am Ende des Tages der Gewinn passt. Aber pass auf, dass du nicht die zwei Fehler machst, die ich jetzt gemacht habe, wie ich erzählt habe, und dementsprechend irgendwie einen Liquiditätsengpass bekommst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem ersten Flip und viel Glück, dass es gut läuft. Lasst mich mal wissen in den Kommentaren, habt ihr schon geflippt? Habt ihr irgendwelche Flips schon mal durchgezogen? Also kurze Handelsdinger gemacht, gekauft, saniert, verkauft, gekauft und direkt weiterverkauft, gekauft und vermietet, an den Mieter verkauft, irgendwie solche Geschichten. Welche Flip-Modelle sind euch bekannt? Schreibt mir mal bitte in den Kommentaren, was ihr schon gemacht habt und was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert. Das interessiert mich auf jeden Fall.
Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei den Flips. Und wir haben das Ganze noch in einer GmbH gemacht, genau, weil es euch bestimmt auch interessiert, wie wir das steuerlich gemacht haben, dass wir nicht privat irgendwie in die Gewerblichkeit reinrutschen. Haben wir eine GmbH, in der wir das gemacht haben, das ganze Thema, und sind so raus auch aus dem gewerblichen Immobilienhandel als Privatperson. Die GmbH ist eine gewerbliche Immobilienperson, deswegen ist es gar kein Stress. Und ja, Ziel 2020 ist, das Ganze ein bisschen hoch zu skalieren, ein bisschen Schlagzahl reinzubekommen in die Flips, um mehr Eigenkapital zu generieren für den Bestand. Vielen Dank fürs Anschauen. Wenn du es mit einem Freund teilst, schick das Video mit dem Teilen-Button hier unter dem Video an einen Kumpel von dir, mit dem du einen ersten Flip durchziehen willst. Weil wir haben auch das zusammen gemacht, zu viert. Wir haben eine GmbH zu viert und flippen zusammen. Das Coole ist, du hast immer irgendwie jemand, mit dem du über den Deal reden kannst. Jeder ist einbezogen und man kann halt da zusammen schaffen. Ja? Das ist ganz cool, weil wenn du einfach immer nur Leute fragst, die nicht involviert sind, die da haben dann ein bisschen Interesse, aber sie brennen so richtig für den Deal, weil sie sind nicht im Risiko drin. Deswegen ist es ganz cool, den einen oder anderen Geschäftspartner zu haben, gerade am Anfang. Langfristige Freunde, Familie, Bruder, keine Ahnung, oder was auch immer. Deshalb empfehle ich dir, das Video zu teilen und jemanden dazu zu überzeugen, auch mal einen Flip durchzuziehen. 2020 Mission, make a flip.